Hallo erstmal alle 47er. Ich freue mich sehr, meinen Vertrag hier verlängern zu können, dass der Verein weiter mit mir zusammenarbeiten will. Ich habe einfach riesen Spaß dabei, hier jeden Tag herzukommen, mit den Jungs zu trainieren, zu spielen. Die sind einfach nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz richtig gute Typen, mit denen man mal dämlich quatschen kann, mal ein Getränk nimmt. Und in der Konstellation fühle ich mich einfach richtig wohl, deswegen gab es für mich keinen Grund, nicht zu verlängern. Okay, super. Also zum einen wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wir, wenn wir wieder spielen dürfen, das auf jeden Fall vor Zuschauern machen können. Ich glaube, die vermissen das Spiel genauso wie wir. Und zum anderen hoffe ich natürlich, dass wir so lange wie möglich in der Liga bleiben können. Da sind richtige Hochkaräter wieder drin nächstes Jahr. Es macht einfach Spaß, bei so einer hohen Qualität mitzumischen. Und deswegen hoffe ich, dass wir da noch richtig viele tolle Momente erleben können in der Liga. Für mich hat sich einiges geändert. Ich habe letztes Jahr mein Abitur abgeschlossen, gehe jetzt so die ersten Schritte in der Berufswelt und arbeite da auch im Handel. Also ich bin vom Homeoffice befreit, gehe jeden Tag arbeiten und durch Corona natürlich auf das, was man verzichten muss, soziale Kontakte, Familie, Freunde treffen, das fehlt einem schon. Deswegen hoffe ich sehr, dass das alles bald vorbei ist und man wieder sich schnellstmöglich sehen kann. Man nimmt einfach das Beste draus und sagt sich, man muss es wertschätzen, die Zeit, die man hat und die man verbringen kann miteinander. Deswegen sehe ich da vorwärts. Okay. Meine beste Auswärtsfahrt war ein Hallenturnier in der U15 von Hertha BSC. Das war in Magdeburg, der Matthias Pape Cup. Galt, glaube ich, sogar als inoffizielle deutsche Hallenmeisterschaft. Und ja, wir sind da hingefahren mit 8 Leuten, ein Torwart, also keine Wechsler. Du hast schon die Vereine gesehen, die da teilgenommen haben, und dachtest dir eigentlich schon so: Ja, die Siegerehrung werden wir wahrscheinlich nicht miterleben, wir fahren schon vorher nach Hause. Deswegen hat der Coach einfach 2 Blöcke aufgestellt, hat gesagt: Geht raus, macht mal, habt Spaß, und so war es auch. Ich glaube, wir haben dann am Ende kein Spiel verloren, haben das Turnier gewonnen. Als erste und, glaube ich, auch letzte Jugendmannschaft bis jetzt von Hertha. Und auch so drumherum, wir saßen halt in der Kantine und da wurde halt nicht darauf geachtet, was für Getränke du zu dir nimmst und wie groß die Portionen sind, sondern er hat gesagt: Hol mal die Kiste Cola und bring mal den Nachtisch mit. Und alle anderen Teams haben schon so geguckt: Ey, was dürfen die, was dürfen wir nicht und so. Und ich glaube, das hat uns da ziemlich in die Karten gespielt, dass wir befreit aufspielen konnten und einfach Spaß haben können in der Halle. 3000 Magdeburg-Fans, die da ihre Choreo abrufen, also das war schon unvergesslich. Der Pokal steht auch immer noch bei mir zu Hause, den habe ich bekommen bei meinem Abschied von Hertha, und der wird auch da stehen bleiben. Ja, so viel gab es leider noch nicht, aber trotz der kurzen Zeit, die ich hier bin, bleibt mir da auf jeden Fall ein Moment im Gedächtnis. Gibt es auch ein tolles Bild von. Das war hier Heimspiel gegen Auerbach. Zweimal zurückgelegen, zweimal wieder ausgeglichen. Und ich saß dann schon in der Zwischenzeit auf der Bank, hatte die Schuhe und so alles schon ausgezogen. Und Gaby dann, glaube ich, 5 Minuten vor Schluss der Siegtreffer. Hoch von der Bank, rüber in die Kurve gerannt, die Socken konntest danach wegschmeißen, die waren schwarz von unten. Das hat man auf jeden Fall gefühlt, Ekstase pur. Das war sehr schön. Ja, liebe 47er, ich hoffe, wir können uns bald alle wieder schnellstmöglich im Stadion sehen und Siege feiern und schöne Momente miteinander teilen. Bis dahin, bleibt alle gesund und wir sehen uns.